Ja, hallo, herzlich willkommen hier auf der Nordfriesischen Marsch mit mir, dem Kellerkind. Montagabend immer von unserem Zuhause. Mal schauen, wie weit die Fahrzeuge sind oder wo die Fahrzeuge sind. Zellstofffabrik. Hier wollten wir, glaube ich, nochmal Toilettenpapier verkaufen. Papierherstellung haben wir gesagt, bleiben wir so. Karton 348.000. Ja, dann können wir hier Toilettenpapier nochmal eine Ladung rausholen. 16 Paletten. Ja, dann passt das ungefähr. Haben wir dann noch Geld? Nee. Doch, haben wir doch. Ach, das ist automatisch aktiv. Okay. Wahrscheinlich, bis das Geld alle ist. Dann lasst uns mal hier die Paletten aufnehmen. Warum fahre ich eigentlich so schräg? So, einfach gerade zurück. Dann passt das doch. So, 16 Paletten. Preis weiß ich jetzt gar nicht. Aber vielleicht haben die sich ja verändert. Bei Aldi. Gut. Dann rüber zu Aldi. Der Wassertrailer. Hier wollten wir noch eine Ladung Honig abholen. Da stehen sie doch schon. So, 16 Paletten. Und die können dann zum Zentrallager. So, dich können wir losschicken, aber nicht erst im Wegpunkt. Fahrer einstellen. Und die kommen sich hier in eine Quere. Komischerweise. Wie lösen wir das jetzt? Ich glaube, klappt mal zusammen. Geht das? Wir gehen mal hier. Nein. Der ist mit dem Vorgewende schon fertig. Okay. Und er ist irgendwie nie weitergekommen. Dann würde ich sagen, wir grubbern hier mal. Und selber die Bahn, damit wir nicht zu weit hier rüber kommen. Und dann setzen wir ihn gleich hier vorne wieder an. Das müsste ja möglich sein. Ja. Ja, dann ein bisschen. Dann müssen wir gleich nochmal
Hand anlegen. War nicht so gut, den gleichzeitig hier loszuschicken. Weil hier hat er ja schon einiges weg. Einiges, wo wir nacharbeiten müssen. Ich würde sagen, wir warten jetzt erstmal. Wäre Quatsch, wenn wir hier alles zweimal machen müssten. Hatten wir hier gar nicht keinen Kurs eingefahren. Er wird wahrscheinlich hier jetzt auch drüber ziehen. Hier sieht man es ja schon. Wir gucken mal, dass wir hier die beiden Dinge ausgebessert bekommen. Oder wir schicken gleich eh ab dem zweiten Vorgewende wieder los. Macht wohl eher Sinn, weil er baut ständig rein. Dann warten wir eben, bis er Dünger geht kaum weg. Oder haben wir es ausgeschaltet? Das konnte man doch auch ein- und ausschalten. Der Punkt, das weiß ich gar nicht. Der Sämaschine aktiviert. Also das ist aktiviert. Wir werden ihn einfach hier nochmal einen Kurs generieren lassen. Feld 17, da dürfte dann ja nichts sein. Und ne. Dann generieren wir nochmal den Kurs neu und schicken einfach nochmal drauf. Zwei Vorgewände, scharf, 15 Meter, Feld 17, Kurs generieren. Feld 17, bitte. Kurs generieren. Wo ist der Anfangspunkt da?
So, dann warten wir jetzt aber erstmal ab, bis er hier durch ist. Bei der Rücktour müsste er fertig sein. Und dann können wir die Seemaschine losschicken. Und er geht dann rüber auf 18, da das wahrscheinlich das gleiche Problem ist. Der hat die Ecken aber auch nicht sauber angesät. Und das kann ja jetzt mit dem. Grubber jetzt nichts zu tun haben. Auf jeden Fall ist das jetzt seine letzte Bahn. So, dann schicken wir ihn hier jetzt nochmal los. Fahrer einstellen. Ups, andersrum. Feld 17. Sehen. 15 Meter. Hier hat er nämlich noch richtig gearbeitet. Das passt auch von der Länge. Na, gut. Ist okay. So, die Linie mal aus. Waren wir eigentlich noch weiter? Ja. Die Tiere. Ja, Hühner sind wieder voll. Da sind uns ja einige ältere Hühner gestorben. Und ach, wir haben einen Auftrag angenommen, ne? Nee, noch nicht. Feld 45 düngen. Dann nehmen wir den doch mal an. So, dann holen wir uns den mal ran. Mal sehen, wo hier der Startpunkt ist. Eigentlich war der ja doch hier irgendwo. Erster Wegpunkt, Abfahrer einstellen. Ja, genau. Der läuft auch. Du hast nichts mehr drin. Und dann sind wir jetzt einmal rum und können hier jetzt das Toilettenpapier abladen. Ein Stück zurück noch, damit auch alle drin stehen. So, dann gucken wir, dass wir hier rumkommen. Wo schicken wir dich hin? Ich habe, glaube ich, nichts mehr aufgeschrieben gehabt. Aber wir wollten ja bei den Hühnern nochmal vorbei schon. Da sind ja. Obstfarm-Verkaufspunkte könnten auch. 160.000 für das Toilettenpapier ist auch schön. Hühnerstall, Palettenausgang. So.
Würde aber jetzt erstmal gucken. Hier. Das ist Feld 15, das ist zufrieden und wir können hier den erstmal entlassen. Geht denn dann wenigstens das Unkraut noch weg? Ja. So, dann gehst du jetzt hier auf Feld 18. Und das hast du erstmal für dich. Kalken 18 Meter, Seen 18 Meter, das kann ja wohl nicht sein. Seen wäre ja Inno. Ach nee, mit der anderen Seemaschine, aber die haben wir nicht mehr. So, dann müssen wir auch hier einen Kurs anlegen. Kurs generieren. Feld 18. Wir sollten den aber erstmal löschen. Feld 18. Zwei Vorgewände. Scharf. Wir bleiben bei 18 Meter. Kurs generieren. Geh ruhig ein bisschen weiter nach vorne. Generieren nochmal neu. So, dann können wir hier sauber anfangen. Erster Wegpunkt, Abfahrt einstellen. Feld 18, Grubbern 18 Meter. War doch richtig, ne? Was hat der? Meter, ja. So, er ist auf seine Mission. Was hat er schon? 10%. Müsste eigentlich mit seinem Dünger auskommen. Wer bist du? Ah, du bist der auf Feld 15. Entlassen, löschen. Angesehen hat er ja vernünftig. Das ist der Kurs zum Düngen. Du hast ein bisschen Dünger verbraucht. Hier sieht es auch ein bisschen komisch aus, aber ich hoffe mal, dass alles angesät ist. Ja, sieht eigentlich ganz sauber aus. Dann würde ich sagen, das war dann die Gerste. So, ja, hier sind wir ja noch am Arbeiten, am Ausbessern. Feld 15 Gerste ist auch drauf, also haben wir da auch zwei Felder. So, Weizengerste haben wir, Kartoffeln, Zuckerrüben sind wir dabei, Kartoffeln
sind wir am Anpflanzen und Zuckerrüben haben wir gekauft. Gras, Roggen, Dinkel. Roggen können wir eher kaufen, ist günstig. Dinkel und Luzerne. Schauen wir mal. Die haben wir, glaube ich, schon angepflanzt, richtig? Feldfrüchte. Dinkel ist auf 6. Luzerne. Luzerne haben wir noch nicht. Aber das war auch nicht so entscheidend. Und da haben wir Feld 11. Mit Luzerne können wir ja jetzt nicht so viel machen. Tabak sollten wir uns dann überlegen, aber Tabak ist noch von den Temperaturen nicht so. Tabak wäre auf jeden Fall ab 9 Grad. Ja, Hafer ab 6. Also warten wir da, obwohl die Temperaturen noch nicht wirklich hochgegangen sind. Dann würde ich sagen, wir schicken den zum Waschplatz. Der soll sich aber vorher nochmal auffüllen. So. So, kriegst du das jetzt hier sauber hin? Sieht einigermaßen aus. Und du kriegst das hier auf der Reihe. Irgendwo schon hinschicken müssen wir eigentlich nicht. Die Kuhställe sind auch beide, haben auch schon richtig viel Gülle produziert. Milch 38, 31. Ja, wir können mal schauen. Bisschen bei der Molkerei vorbei. Da war ja jede Menge, glaube ich, zum Abholen. Und hier fehlen Leerpaletten und Kartonpaletten. Okay, aber jeweils 200.000. Also brauchen wir eine Karton. Und eine Ladung Paletten. Aber du machst, glaube ich, hier erstmal weiter. Der andere müsste ja noch am. Hier fehlt Getreide. Hier können wir eine Ladung Wo sind die Hühnerställe? Öffnen. So, 6.000. Die schönen Eier hier. Fahren wir erstmal zum Zentrallager. Ab ins Kühlhaus, würde ich sagen. So, du kannst hier abladen. Und kannst eine Ladung Paletten holen. Die Molkerei wird ja durchgehend laufen, also brauchen wir von hier nicht nur eine halbe Ladung mitnehmen. Da können wir gleich zum Sägewerk fahren
und eine Ladung Paletten abholen. Der Honig geht da rein, jawohl. Er hat sich schon aufgefüllt und ist auf dem Weg zum Waschplatz. Ja, du bist jetzt hier bei der letzten Ecke, okay. So, liebe Leute, das war's auch schon wieder von dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr schaltet morgen wieder ein hier auf der Nordfriesischen Marsch mit mir, dem Kellerkind. Ciao, ciao.